In diesem Video teste ich für euch den Kidi iFast. Das erste, was aufgefallen ist, war die extreme Größe des Druckers. Er war sehr gut verpackt, war in einem sehr großen Karton mit ordentlich Schaumstoff und auch innen drin waren alle beweglichen Teile gut verschnürt und auch gut geschützt. Nachdem ich den Drucker dann ausgepackt hatte, kam ich zum Lieferumfang und hier sind so die Standardsachen drin, die eigentlich bei fast jedem Drucker bis auf eine Einzelheit mit dabei sind. Und zwar haben wir die ganz normale Anleitung, die mit dabei ist. Ein bisschen Werkzeug, das heißt Schraubenschlüssel, Spachtel, einen Prittstift, einen PVA-Kleber sozusagen, dazu aber gleich später mehr. Dann ein kleines Kleinteile-Set, wo nochmal ein paar Ersatzdüsen drin sind und auch eine Sicherung und so ein paar Sachen, die halt während des Druckens eventuell mal kaputt gehen können. Da hat man also gleich ein paar Ersatzteile mit dabei. Und dann noch eine kleine Levelfolie, zu der ich später auch noch mal mehr sage. Mit dazu gehört dann auch einmal, oder besser gesagt zweimal, eine Druckplatte, die so ein bisschen was von der Build-Tech hat. Und normalerweise kriegt man zu diesem Drucker auch noch eine PEI-beschichtete Druckplatte. Das ist diese goldene, strukturierte. Die war bei meinem Drucker leider nicht dabei. Ich vermute mal, weil ich einer der allerersten Drucker damals bekommen hatte und da war es einfach noch nicht vorgesehen. Als kleine Besonderheit gibt es zu diesem Drucker auch einmal einen kompletten Satz Direktextruder, das heißt Doppelextruder mit dazu, mit gehärteter Stahldüse. Dieses Wechselset bzw. Kit war bei mir nicht mit dabei, wahrscheinlich auch, weil ich, wie gesagt, einer der allerersten Drucker bekommen habe. Aber der Kidi-Support hat sehr, sehr schnell reagiert. Ich habe einfach eine kurze Mail hingeschrieben und ein paar Tage später hatte ich dann diesen Druckkopf hier bei mir liegen. Kann ich gleich vorweg sagen, der Support von Kidi ist einer der besten, die ich bisher erlebt hatte. Dann kommen wir zum Drucker an sich. Wie ihr schon seht, der Drucker besteht aus einem geschlossenen Bauraum. Das heißt, wir haben hier vorne einmal die Möglichkeit, über die Tür den Drucker zu erreichen und natürlich auch zu schließen. Und hier oben gibt es dann diesen Deckel, der wird über vier kleine Magneten oben drauf gehalten. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel PLA drucken möchte, macht es immer Sinn, dass man die Tür offen lässt und oben auch noch den Deckel ablässt, gerade wenn man jetzt zum Beispiel starke Überhänge drucken möchte. Innen drin finden wir dann das extrem massive Druckbett und damit meine ich auch wirklich extrem massiv. Ich habe in keinem Drucker bisher so ein festes und dickes Druckbett gefunden. Auch links und rechts, die Führungen sind sehr stark überdimensioniert und man kriegt dieses Druckbett auch mit den Händen nicht wirklich bewegt. Da ist kein Spiel drin und auch oben für X und Y haben wir gerade für X auch einen sehr, sehr stabilen gegossenen Träger mit Linearführungen drauf, so, also für X und auch für Y. Es gibt jedoch einen negativen Punkt, gerade was den X-Schlitten betrifft. Dazu sage ich euch später in diesem Video aber auch noch etwas mehr. Als Extruder kommt ein direkter Extruder oder besser gesagt zwei Direktextruder zum Einsatz. Denn wir haben ja hier mit diesem Drucker die Möglichkeit, zwei Filamente gleichzeitig zu verdrucken. Und ich habe diesen Mechanismus bisher auch noch in keinem Drucker gesehen. Und zwar besteht dieser Extruder oder besser gesagt diese beiden Extruder aus einem Klappmechanismus. Das heißt, jedes Mal, wenn wir bei diesem Drucker die Druckdüse ändern möchten, dann fährt der Druckkopf entweder auf die rechte Seite vom X-Schlitten oder auf die linke, fährt dann auf einen Endanschlag und über diesen Endanschlag wird dann die Druckdüse, die aktiv arbeiten soll, nach unten bzw. nach oben geschoben. In meinen Tests hat das ganz gut funktioniert. Trotzdem ist die Druckqualität, die ich euch jetzt gleich später noch zeige, nicht ganz so optimal. Also dieses System ist eine schöne Idee, aber eventuell noch nicht 100% ausgereift. Als Endstops kommen bei diesem Drucker beim Kidi iFast optische Endstops zum Einsatz für X und Y. Also wir haben hier einen doppelt angetriebenen Z-Antrieb und auch auf beiden Seiten werden die Endanschläge abgefasst. Das heißt, wir haben bei jedem Homen von der Z-Achse dann einmal noch die Parallelstellung und auch für X und Y haben wir die Endstops dann. Ich hatte hier einen kleinen Bug, das heißt, der hat bei mir nicht richtig gehomed. Dazu erzähle ich euch später im Video aber auch noch etwas mehr. In dem Drucker selbst haben wir dann noch einmal eine aktive Bauraumheizung. Bisher stand sie bis vor einiger Zeit noch unter dem Patent vom, ich glaube, Stratasys. Das scheint ausgelaufen zu sein. Das heißt, ab jetzt hat man auch im Hobbybereich die Möglichkeit, den Bauraum aktiv zu beheizen. Dafür haben wir im Drucker selbst unten einmal einen etwas größeren Radiallüfter und da drüber sitzt dann ein Heizelement, wo die Luft aus dem Lüfter drüber gepustet wird, erwärmt wird und dann in den Bauraum eingepustet wird. Die komplette Temperatur, die man haben möchte, lässt sich dann einfach über den Slicer einstellen. Ich habe mir dann einmal kurz die Mühe gemacht und die insgesamt 6 Schrauben auf der rechten Seite des Druckers einmal demontiert und habe dann ein bisschen gewackelt, bis diese Rastnasen von dem Gehäuse hier abgegangen sind. Dann habe ich die Schale abgezogen und habe mir das Elektronik oder die Elektronik einmal angeguckt. Was mir sofort aufgefallen ist, war, dass das Kabelmanagement nicht sonderlich schön verlegt war. Also hier hätte man sich bei Kidi garantiert noch ein bisschen mehr Mühe geben können, um das Ganze ein bisschen akkurater zu legen. Gut, die Klappe ist zu, die Elektronik funktioniert, man sieht es wahrscheinlich nicht, es sei denn, man macht ein Review und schraubt das Ganze auf.
aber da war auf jeden Fall noch etwas Verbesserungspotenzial vorhanden. Als Motortreiber kommen höchstwahrscheinlich TMC 2208er oder eventuell sogar TMC 2209er zum Einsatz. Man sieht es leider nicht, weil wir einen sehr großen Kühlkörper über alle Motortreiber insgesamt geklebt haben. Diese werden durch einen kleinen Lüfter gekühlt, aber wie gesagt, ich konnte leider nicht komplett oder nicht 100% erkennen, welche Motortreiber es sind. Auf jeden Fall verfahren die Motoren leiser als gewöhnlich. Das heißt, ich würde einen dieser beiden Motortreibern schätzen. Nachdem ich die Seite abgeschraubt hatte, hat man auch nochmal zusätzlich gesehen, wie stark diese Führungen für X und Y sind. Ich blende sie euch auch gerne noch einmal ein. Zusätzlich habe ich dann gesehen, dass in dem Drucker noch eine WLAN-Kamera verbaut ist. Die ist in der Anleitung und auch in der Produktbeschreibung gar nicht angegeben. Ich habe mich also schon gefreut, dass ich mich mit dieser WLAN-Kamera verbinden kann. Ich habe wirklich lange daran gesessen, habe die App installiert, habe alles ganz brav durchgespielt, habe mein WLAN-Passwort eingegeben, was jetzt wahrscheinlich irgendwo in China dann ist. Aber ich konnte mich partout nicht mit dieser Kamera verbinden und konnte auch nicht darauf zugreifen. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, war ein bisschen traurig, dass sie nicht funktioniert, aber es war einfach nichts zu machen. Gut, sie war nicht mit angegeben in der Produktbeschreibung, man freut sich also nicht auf etwas, was nicht funktioniert. Es wäre aber trotzdem irgendwie cool gewesen, wenn sie dann doch funktioniert hätte. Als Firmware haben wir eine Firmware unbekannt auf diesem Drucker. Das heißt, KiDi gibt die Firmware nicht frei. Man kann sie nicht selbstständig bearbeiten. Alles, was man machen kann, ist, man kann KiDi anschreiben und fragen, ob sie eventuell einem die neueste Firmware zuschicken oder ob sie eventuell sogar die Firmware anpassen nach den eigenen Wünschen, was ich aber ehrlich gesagt eher nicht glaube. Dann kommen wir als nächstes zum verbauten Display von KiDi bzw. vom KiDi iFast. Wir haben hier ein Touch-Display, was meiner Meinung nach nicht ganz so modern und schön ist, wie ich es eigentlich gewöhnt bin. Die Bedienung wirkt ein bisschen träge und ein bisschen verzögert und gerade bei Displays bzw. Touch-Displays finde ich es extrem schön, wenn das Display sofort reagiert, wenn ich drauf drücke und so schnell ist wie mein Gehirn, sage ich mal. Und das ist in diesem Drucker leider nicht der Fall. Alles wirkt so ein bisschen zäh und das Menü wirkt nicht ganz so schön strukturiert. So wie ich es mir in meinem Kopf vorstelle, so ist es leider nicht aufgebaut. Und das macht die ganze Sache nicht ganz so schön zu bedienen, meiner Meinung nach. Trotzdem findet man natürlich alle möglichen Einstellmöglichkeiten, die man so braucht. Also man kann den Druckkopf kalibrieren, man kann die Temperatur voreinstellen für den Extruder, für den Extruder 2, fürs Druckbett. Man kann die Achsenverfahren hoben. Also alles, was man so kennt, ist in diesem Display definitiv drin. Man sucht nur vielleicht 1-2 Sekunden länger, als man das eigentlich gewöhnt ist. Und ich denke mal, wenn man so eine Woche, 2 Wochen mit dem Display gearbeitet hat, wird es einem auch deutlich leichter fallen wie zu Beginn. Drucker einrichten ist ja hier nicht großartig. Wie gesagt, der Drucker kommt so, wie er ist und alles, was man machen muss, ist, man zieht hier oben diese Filamenthalter raus und packt seine Spule oben drauf. Das heißt, das Erste, was man über das Display macht, ist, man kalibriert die beiden Extruder zueinander. Und das Erste, was man macht, man levelt ganz normal das Druckbett, so wie man es kennt. Man fährt mit Z nach oben, nimmt dann den Extruder 1, stellt hier seinen Nullwert ein, klickt dann auf den Extruder 2. Vorsicht, hier gibt es einen ganz kleinen Button, der zeigt, dass man auf den Extruder 2 wechseln soll. Und dann wird sozusagen dieser Endanschlag von dem Extruder angefahren. Der zweite Kopf fährt runter und dann hat man die Möglichkeit, den zweiten Kopf zu nullen. Ich habe das vorher nicht gewusst und habe mich immer gewundert, Mensch, muss ich den Extruderkopf jetzt auseinandernehmen und manuell kalibrieren? Aber das ist nicht der Fall. Das geht alles über die Software. Und ich habe mich da in diesem Moment dann einfach am Anfang ein bisschen zu doof angestellt. Das Kalibrieren von den beiden Z-Höhen für Extruder 1 und 2 ist relativ einfach gemacht und geht sehr schnell übers Display. Man muss in diesem Moment aber auch gleich aufpassen, weil man soll ja theoretisch oder nicht nur theoretisch, eigentlich auch praktisch immer mit einer vorgeheizten Düse und einem vorgeheizten Druckbett das Ganze ausnullen. Man bekommt hier diese Kunststoffkarte zum Einstellen und man sieht es eventuell schon, ich habe hier 2 Löcher drin, denn diese Karte hält nicht sonderlich viel Temperatur aus. Ist die Düse aufgeheizt und man levelt mit diesem Blech, hat man relativ schnell Löcher in dieser Karte. Ist nicht so optimal gewählt. Ich habe dann hier eine von meinen Stahleinstellfolien genommen und habe damit gelevelt. Das ging dann auch deutlich besser als mit der Kunststoffkarte. Nachdem man dann Z kalibriert hat, geht es weiter, dass man den Extruder 1 und den Extruder 2 zueinander auf Position fährt, sodass, wenn man dann ein Teil in Dual Color druckt, dass dann auch die Konturen genau übereinander stehen. Man hat hier für Testdateien auf dem USB-Stick drauf. Ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe ein Fadenkreuz gedruckt, was in einem anderen Fadenkreuz sozusagen drin sitzt. Und nach diesem Versatz kann man dann über das Display die einzelnen Zehntelschritte oder vielleicht sogar Millimeterschritte, bei mir waren es nur Zehntel, zueinander verschieben. Dann druckt man diese Testdatei noch einmal über das Display und dann sollte theoretisch und auch praktisch sollten beide Düsen zueinander ausgerichtet sein. Das ist relativ einfach und in der Betriebsanleitung ist es auch sehr einfach erklärt. Das kriegt eigentlich jeder normale Benutzer
beim ersten Versuch auch hin. Bei mir war das große Problem, dass der Drucker teilweise den USB-Stick nicht erkannt hat und bei mir war auch noch ein Bug mit drin, dass ab und zu die X-Achse vor der Y-Achse gehomed hat und in diesem Drucker muss zuerst Y und erst dann X gehomed werden, weil diese Endanschläge sonst nicht erfasst werden und dann kann es sein, dass der Extruder gegen den Anschlag fährt und einfach weiter rattert, ohne dass er stoppt. Ich habe dann Kidi angeschrieben, habe denen das Problem geschildert und habe dann auch relativ schnell, das hat keine 24 Stunden gedauert, die Firmware von diesem Drucker bekommen, die aktuellste, habe diese dann aufgespielt, über das Display einfach den USB-Stick reingesteckt und dann aktualisiert, war auch relativ einfach. Und dann hat auch wirklich alles fehlerfrei funktioniert. Hier nochmal ein großes Lob an Kidi, auch wenn sie im ersten Moment den Bug hatten. Der Support war wirklich super, super schnell und auch zuverlässig. Nachdem ich dann die Firmware aktualisiert hatte, musste ich natürlich nochmal beide Druckköpfe zueinander ausrichten. Da gibt es dann wiederum eine neue Datei, die mitgeschickt wurde. Das war aber auch genauso einfach wie beim ersten Mal. Und nachdem ich dann die beiden Druckdüsen zueinander ausgerichtet hatte, konnte ich dann das erste Mal Cura 5 starten. Ich dachte mir, ich probiere es gleich mal damit, habe aber nach relativ kurzer Zeit aufgegeben, weil Cura 5 und dieser Kidi mit dem Dual-Extruder-Kopf einfach nicht kompatibel waren. Es waren diverse Bugs, unter anderem hat er Extruder 1 und 2 vertauscht, er hat den Start-G-Code nicht richtig ausgeführt. Es sind ganz wilde Dinge passiert und ich wollte darauf nicht weiter eingehen. Ich wollte dann einfach nur den ersten Testdruck starten und habe dann das Slicing-Programm von Kidi installiert. Es ist im Endeffekt auch eine Art Cura-Version, die einfach von Kidi ein bisschen abgeändert wurde. Die Einstellungen sind fast die gleichen und auch die Optik ist relativ ähnlich. Und damit konnte ich dann mein erstes Bauteil slicen und auch drucken. Und hier unten seht ihr jetzt die Testdateien, die ich für euch gedruckt habe. Und die können wir jetzt einmal der Reihenfolge nach einmal durchgehen. Angefangen habe ich hier mit einem Globus und einem Schutz, der außenrum um diesen Globus gedruckt wurde, der, wie man sieht, hier auch die ganzen Reste aus der Düse abfängt und vermeiden soll, dass das Ganze am Bauteil sich abstreift. Das ist bei allen Bauteilen auch so gewesen. Ich habe diesen Windschutz jetzt nur weggeschmissen bei den anderen Modellen und nur testweise oder zum Zeigen aufgehoben von diesem Globus, von der ersten Testdatei. Und hier sieht man, der Druck an sich sieht sauber aus für den ersten Versuch. Ich hatte ja noch keine Erfahrung mit dem Druck. Aber was man am Anfang sofort gesehen hat, dieser Klappmechanismus von diesem Dual-Druckkopf funktioniert, aber er vermeidet nicht, dass man ab und zu trotzdem kleine Abstreifungen in dem Bauteil hat, wo man sie eigentlich nicht haben möchte. Ich werde nicht komplett alle Details von diesem Druck oder von diesen Drucken zeigen. Ich blende euch jetzt einfach ein paar Nahaufnahmen ein und da seht ihr, denke ich mal, am besten, wie die Qualität ist und ich sage nur ein, zwei Worte dazu. Danach habe ich nämlich diesen kleinen, wie heißt der, Omnom gedruckt. Druckqualität ganz gut, Filament oder besser gesagt Infill kam ein bisschen durch an der Seite. Danach habe ich hier diese kleine Schnecke gedruckt. Aus SpongeBob ist das, glaube ich. Den ersten Druck musste ich abbrechen, weil die Drucktemperatur hier leider zu niedrig war und mir das Teil zerbröselt ist. Beim zweiten Mal hat es dann ganz gut funktioniert. Es war ein PLA in mattgrün und in mattrot. Hier sieht man aber auch wieder einzelne Pickel vom Extruder, der dort nicht hin sollte. Diese gleiche Schnecke habe ich dann noch einmal in etwas größer gedruckt und auch hier wieder, wie bei dem Druck davor, Pickel, wo sie nicht hin sollen. Ich konnte sie in meinen Slicing-Einstellungen auch einfach nicht beseitigen. Man kann sie mit dem Fingernagel relativ leicht abpopeln, dann sieht man sie auch kaum noch, aber man muss ein bisschen Nacharbeit mit einplanen. Danach habe ich ein Benchy gedruckt oder ich wollte ein Benchy drucken. Das ist aus einem PLA in Bronze von Material for Print und von Polymaker. Das nennt sich Polysmooth. Ich kann euch sagen, das Filament war definitiv nicht getrocknet und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum das sich so schlecht hat drucken lassen. Ich wollte den Druck nicht nochmal starten mit diesem Filament, weil ich kam morgens hier in die Firma rein, in diese Halle und das roch hier wie auf einem modrigen Komposthaufen. Also als ob da so eine Art Holz oder irgendwas mit drin ist, was einen ganz eigenartigen Geruch hat. Ich habe es dann sein lassen und habe das nächste Modell gedruckt. Das wollte ich mir einfach nicht nochmal antun. Ich habe dann hier die nächste kleine Figur gedruckt in Silber und in Knallgrün. Ist sehr, sehr schön geworden. Auch die Farbkombination fand ich sehr angenehm. Überhänge, die hier gedruckt werden sollten, sind auch sauber. Also meiner Meinung nach gibt es hier nichts zu meckern. Dann als nächstes von SpongeBob auch wieder. Ich glaube, der heißt Mr. Krabs oder doch Mr. Krabs müsste der, glaube ich, heißen. Oben ist mir das Filament leider abgebrochen. Das heißt, die oberste Spitze ist nicht gedruckt worden. Und wir haben auch einen leichten Versatz hier unten drin in dem Druck. Also nicht ganz optimal. Der nächste Druck war dann etwas komplizierter. Da habe ich einen eigens entworfenen Passungstest gedruckt. Die Schwierigkeit hierbei war nicht nur, dass der Passungstest an sich, dass das Spaltmaß von den einzelnen Bauteilen hier
zueinander passt, sondern hier muss natürlich auch die Düse 1 und 2 optimal zueinander passen, sodass dieses Passungsspiel überhaupt erreicht wird, was man drucken möchte. Nicht ganz so schön geworden der Druck, das heißt nur 1, 2, 2,5 dieser Hebel lassen sich hier bewegen, danach sind sie leider mit dem Grundkörper verschmolzen. Je besser man die beiden Druckköpfe zueinander ausrichtet, desto bessere Ergebnisse kriegt man dann auch hier bei so einem Spalttest gedruckt. Also hier hatte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial nach oben und auch das ganze Bauteil an sich war eventuell ein Hauch zu warm gedruckt und daher die Druckfehler. Der Drucker ist ja eigentlich gemacht für mehr anspruchsvollere Materialien. Nicht umsonst hat man hier einen Druckkopf extra noch mit Stahl-Heatbreak und gehärteten Stahldüsen verbaut. Das heißt, das spricht ja dafür, dass man damit auch Materialien drucken soll, die Kohlefaser oder Glasfaser zum Beispiel beinhalten. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe dann einmal PA12 CF und GF in den Drucker eingespannt und habe hier einen kleinen Karabinerhaken gedruckt aus PA12, CF und GF. Der Druck an sich hat gut funktioniert. Der Drucker hat das Material auch gefressen, so wie er es sollte. Das einzige war von mir der Fehler, dass ich einen Hauch zu weit weg von dem Druckbett war und die erste Schicht leider nicht optimal gedruckt wurde. Deswegen ist die Unterseite nicht so schön. Der Rest des Druckes war aber stabil. Das Einzige, was ich machen musste, war, ich musste ein bisschen Nacharbeit noch mit einbringen, um die ganzen ungewollten Filamentpopel, die da nicht hingehörten, zu entfernen. Der zweite, etwas anspruchsvollere Druck war dann so eine Art Alien-Kopf, auch wieder aus PA12 CF und die Augen aus PA12 GF, also Glasfaser und Kohlefaser. Der erste Druck ist leider abgebrochen. Warum das passiert ist, zeige ich euch oder sage ich euch gleich noch, wenn ich euch die negativen Punkte aufzähle. Als ich den Druck dann nochmal mit denselben Einstellungen gedruckt habe, hat es funktioniert. Der Druck an sich sieht sauber aus. Hinten an dem Kopf haben wir so ein bisschen Überhänge, die nicht ganz so sauber geworden sind. Trotzdem, für diesen Winkel, der hier gedruckt wird, finde ich es trotzdem ganz gut. Mit ein bisschen Stückstruktur würde man das Ganze natürlich noch schöner hinkriegen. Auch hier sind aber wieder überall ringsrum so ein paar leichte Pickel, die sich meiner Meinung nach auch höchstwahrscheinlich nicht 100% vermeiden lassen. Die letzten Teile, die ich dann gedruckt hatte, waren hier die Scharniere von diesen beiden Boxen. Nicht wundern, die Boxen an sich sind gedruckt auf dem Sowohl S404 und die Scharniere aus PA12, die sind gedruckt mit dem GDI Fast. Auch hier wieder, der erste Layer war nicht optimal, deswegen hat sich der erste Layer leicht von diesen Bauteilen gelöst. Ab dann war der Druck dann aber optimal und auch hier musste ich aber trotz alledem ein bisschen Nacharbeit mit einfließen lassen. Was ich dann, während ich mit PA12 gedruckt habe, gemacht habe, war, ich habe diese Biltec-Style-Magnetfolie hier ausgewechselt, die normalerweise mit diesem PVA-Kleber so bestrichen werden soll und darauf soll man dann Nylon drucken. Ich bin ganz ehrlich, das ist einfach nicht das Wahre. Das hält zwar, aber nicht optimal und man hat immer Angst, dass einem die Nylon-Teile abfliegen und das macht einfach keinen Spaß. Und ich habe mir gesagt, bei einem Drucker, der 2000 Euro kostet, muss ich nicht mit einem PVA-Kleber anfangen, hier irgendwelche Klebeschichten aufzutragen. Ich möchte das anders machen und ich habe mir dann einfach hier aus Resten eine Druckplatte gebaut mit einer Printplate Extreme und einer Federstahlplatte und habe die dann, auch wenn sie nicht das 100% richtige Maß hat, oben drauf gelegt. Die kostet nicht die Welt, macht den Drucker, aber wenn man diese Materialien drucken möchte, deutlich einfacher zu bedienen und man weiß auch, dass das Nylon auch wirklich darauf hält, nicht so wie bei diesem PVA-Kleber. Kann ich also nur empfehlen, baut euch so eine Platte oder kauft euch so eine Platte gerne auch im Printcore-Shop und dann seid ihr auf jeden Fall zufrieden und ärgert euch nicht mit diesem Kleber. Dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zu den negativen Punkten und das sind in diesem Fall mehr negative Punkte als positive Punkte, aber das Fazit wird die ganze Sache hoffentlich noch ein bisschen aufklären. Erster negativer Punkt ist, ihr seht es hier vorne, steckt der USB-Stick drin und zwar direkt neben der Tür. Das heißt, die Chance, dass man im Laufe des Druckers diesen USB-Stick irgendwann mal mit einem Ärmel oder mit einer blöden Bewegung abreißt, ist relativ hoch, weil man geht hier nach jedem Druck an diese Tür ran und ist immer in der Nähe von diesem relativ weit rausragenden USB-Stick. Das heißt, wie löst man das am einfachsten? Natürlich einfach einen ganz kurzen USB-Stick kaufen, den hier reinstecken, dann hat man dieses Problem auf jeden Fall schon mal beseitigt. Der zweite negative Punkt ist der Filamenthalter, der hier oben drauf sitzt. Wenn ich jetzt hier dran wackel, ist der relativ stabil. Das hat aber den Grund, dass ich hier hinten diese Filamenthalter mit insgesamt drei Kabelbindern fixiert habe, dass mir die nicht auseinanderrutschen. Denn mir ist das passiert, dass irgendwann während des Druckes, es sehr laut hier in der Halle war, da ist mir nämlich die Filamentspule runtergefallen.
Und ich habe es aber zum Glück mitbekommen und konnte sie wieder einspannen. Diese Halter, die biegen sich sehr leicht nach außen. Und wenn das zu sehr sich nach außen biegt, fliegt einfach dieser Filamenthalter aus der Führung raus und das Filament landet auf dem Boden. Ist man nicht da, ist der Druck abgebrochen und man muss von vorne anfangen. Das hätte man meiner Meinung nach ein bisschen stabiler auslegen können. Mit wenig mehr Kostenaufwand, sage ich mal. Ein weiterer negativer Punkt ist die Filamentzufuhr an sich. Gerade wenn man den Druckkopf auf Null fährt, ganz hinten rechts, dann sieht man relativ gut, dass der Winkel von Austritt, Filamenthalter bzw. Zufuhr ins Gehäuse zum Extruder sehr, sehr steil ist und sehr knapp bemessen ist. Das heißt, die Chance, dass sich das Filament an dieser Stelle hinten rechts in der Nullstellung verheddert, verknotet oder verdrallt ungewollt, ist sehr, sehr hoch. Der schlimmste Fall ist, dass das Filament bricht und dann der Druck abbricht, ohne dass man das merkt. Und das hätte man meiner Meinung nach mit einem einfachen Stück PTFE-Schlauch dazwischen auch noch ein bisschen besser hingekriegt. Bei mir ist es in all meinen Testdrucken einmal passiert. Also ist die Chance, dass es öfter passiert, denke ich mal, relativ hoch. Der nächste Punkt, das Kabelmanagement, ganz kurz angesprochen, hätte man einfach ein bisschen sauberer verlegen können, ist nicht ganz so schön geworden. Der nächste negative Punkt ist die Kapselung vom eigentlichen Bauraum. Denn wir haben die Elektronik zwar außerhalb vom Bauraum, aber immer noch innerhalb des ganzen Kastens von diesem Drucker. Das heißt, wenn jetzt hier innen drin die Temperatur auf 53 Grad steigt, dann ist es einfach bloß eine Verzögerung, dass die Temperatur auf die Elektronik überspringt. Das heißt, eine wirkliche Kapselung wäre es meiner Meinung nach erst, wenn es ein einzelnes, separates Gehäuse wäre, was nochmal gekühlt wird mit einem Lüfter und dass die Elektronik dann auch wirklich dauerhaft kühl bleibt. So ist es mir Show, sage ich mal, auf kurz oder lang wird die Elektronik trotzdem so warm wie der Innenraum sein. Kurzer negativer Punkt ist auch nochmal zusätzlich die Einstellfolie. Wie gesagt, aus Kunststoff, schmilzt relativ schnell weg, wenn man richtig leveln möchte. Da muss man sofort auf eine Metallfolie ausweichen, dann hat man dieses Problem nicht. Die kann man theoretisch nehmen und so wie sie ist, gleich in den Müll schmeißen. Weiterer negativer Punkt, und es tut mir leid, dass es so viele sind, ist die Druckoberfläche, die wie eine Art Bildtech ist. Die untere, hier sieht man es eventuell schon, da sind mir ein paar Teile auch schon rausgebrochen. Ich bin wirklich nicht der Typ, der unheimlich weit ins Druckbett reinfährt, aber selbst hier, wenn man ganz human levelt und ganz soft drauf druckt, kann es passieren, dass PLA oder auch PETG einfach zu stark haften und man reißt sich dann beim Entfernen hier Stücke aus dieser Druckoberfläche raus. Bei der mitgelieferten PEI-Druckoberfläche, die so rau und gold ist, passiert es nicht. Deswegen ist es für mich eher so ein halber negativer Punkt, weil man ja noch diese Ausweichplatte dann zur Auswahl hat. Dann kommen wir zum allergrößten Nachteil meiner Meinung nach von diesem Drucker. Und zwar, man hat zwar einerseits diese extrem stabile Führung für X, die aus einem gegossenen Stahlträger bestellt mit einer extrem massiven Linearführung. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mit PLA druckt und man hat das Gehäuse offen und das ist alles schön kühl innen drin, das Druckbett ist nur bei 60 Grad und der Träger oben, der ist auch bei Raumtemperatur und man levelt den Drucker nach diesen Gegebenheiten, hat man ein schönes Druckbild, wenn man mit PLA druckt. Jetzt wechselt man auf Nylon, also PA12, hat ganz andere Parameter innerhalb des Druckers. Das Druckbett ist bei 90 Grad, der Bauraum ist bei 53 Grad und dieser Träger oben für den Extruder, der heizt sich extremst auf. Also ich konnte diesen Träger nicht mehr anfassen, wenn ich den Bauraum vorgeheizt hatte. Der war so warm, dass er unanfassbar war. Und was passiert in diesem Moment? Dieser ganze Träger, weil der aus massivem Stahl besteht, der verbiegt sich und verformt sich und der komplette Abstand zum Druckbett passt einfach nicht mehr. Ich hatte mich dann ständig gewundert, warum muss ich dann ständig ein Z neu justieren? Irgendwann habe ich dann gemerkt, das passiert immer, wenn die Drucktemperatur oder die Temperatur im Druckraum sich verändert hat. Das heißt für mich im Fazit, diesen Drucker würde ich nur empfehlen, wenn ich mich auf ein Filament spezialisieren möchte. Das heißt, vorzugsweise würde ich mit diesem Drucker nur PA12, CF und GF drucken. Dann habe ich immer dieselbe Druckbetttemperatur, immer dieselbe Temperatur im Bauraum und ich muss nicht ständig für jedes Filament immer wieder meine Z-Höhe justieren. Das ist auf Dauer nämlich nervig und auch ziemlich zeitintensiv. Der letzte negative Punkt, auch wenn er nicht ganz so schlimm ist, wie gesagt, die Kamera. Sie ist zwar verbaut, aber sie funktionierte in meinem Fall leider nicht. Ich habe ein Apple-Telefon, vielleicht funktioniert das mit einem Android-Telefon besser. Da könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen unten reinschreiben. Schade, bei mir ging es leider nicht. Dann kommen wir aber trotz alledem noch zu den positiven Punkten, denn der Drucker ist natürlich nicht nur schlecht, es gibt auch viele Sachen, die ich gut fand. Das erste ist, wie ich es schon angesprochen hatte, der Support von Kidi. Es gibt viele chinesische Hersteller, die ihre Drucker auf den Markt werfen, verkaufen sie dann in Europa und in Deutschland. Und wenn man dann ein Problem hat, schickt man eine E-Mail hin und man kriegt einfach keine Antwort. Man bleibt so ein bisschen oder man steht so ein bisschen im Regen ohne Hilfe. Bei Kidi ist das nicht der Fall. Man schreibt eine E-Mail direkt an den Support. Es steht auch überall mit dran, wo man hinschreiben muss. Und
Bei mir war es so, innerhalb von 12 bis 24 Stunden hatte ich sofort eine Antwort und auch eine, die nicht einfach nur abwimmelt, sondern die einem wirklich hilft. Zum Beispiel, ja, wir schicken dir den zweiten Extruder, wenn du den nicht hast, kein Problem, ein Tag oder zwei Tage später war er da. Was, du hast keine Druckplatte, kein Problem, wir schicken dir die Druckplatte nach. Wie, die Firmware funktioniert nicht, klar, wir schicken dir das neueste Update. Hat einwandfrei funktioniert, hat man Probleme, hat man hier wirklich einen sehr, sehr guten Support. Zweiter positiver Punkt ist der generelle Aufbau von diesem Drucker. Er ist wirklich sehr, sehr massiv aufgebaut. Wir haben innen drin ein Stahlgerüst und dann sehr massive Linearführungen mit einem gegossenen und gefrästen Stahlträger. Nichts klappert, nichts wackelt, das Druckbett wackelt nicht. Wir haben massive Führungen in Z. Also hier kann man definitiv davon ausgehen, dass das ein Industriedrucker ist, der auf lange und auch auf viel Druckzeit ausgelegt ist. Anders als in fast allen Druckern, die ich bisher mit geschlossenem Bauraum habe, hat dieser Drucker, wie gesagt, eine aktive Bauraumheizung. Das heißt, wir haben diesen Lüfter mit dem Heizelement und können aktiv unseren Bauraum beheizen. Das finde ich auch einen sehr positiven Punkt bei diesem Drucker. Es ermöglicht einem nämlich, Sachen wie zum Beispiel PC, Nylon oder ABS zwar nicht immer problemlos zu drucken, aber auf jeden Fall ist die Chance, dass der Druck sich nicht verzieht und vom Druckbett sich ablöst, hier deutlich niedriger als bei einem Drucker, der diese aktive Beheizung nicht hat. Letzter positiver Punkt meiner Meinung nach ist dieser Wechselklappmechanismus von diesem Direktextruder oder Dual-Direktextruder. Habe ich so noch nicht gesehen. Ist eine sehr spannende Version von einem Dual-Extruder. Das Schöne ist einfach, man kann beide Druckköpfe zueinander ausrichten, ohne dass man mechanisch hier eingreifen muss. Wie gesagt, das macht alles die Software. Und auch so, man ist immer physisch weg von seinem Bauteil, theoretisch. Aber wie gesagt, in meinen Tests habt ihr gesehen, es funktioniert, aber nicht 100%. Ab und zu hat man doch mal so einen kleinen Klecks von der Düse, von der falschen Düse im Bauteil drin. Mein abschließendes Fazit zu diesem Drucker, und ich hoffe, ich konnte alle Punkte aufzählen und ich habe hoffentlich auch nichts vergessen, was eventuell essentiell noch ist. Es gibt sehr, sehr viele negative Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe, und sogar mehr negative als positive Punkte. Und die Frage, kann ich diesen Drucker jetzt empfehlen, ist ein bisschen schwierig. Und deswegen formuliere ich es so, dass ich sage, ich kann diesen Drucker empfehlen, aber nur unter einer ganz speziellen Voraussetzung. Und diese ist, dass man sich diesen Drucker kauft, wenn man vorhat, zum Beispiel nur PA12 CF. GF. Oder man hat vor, nur ABS oder nur PLA damit zu drucken. Weil dann hat man immer dieselben Parameter. Und dieser große negative Punkt des Aufheizens des Bauraums und den damit verbundenen Verzug der Bauteile, den hat man damit ausgeglichen. Denn dieser ständige Wechsel würde sehr viel Zeit und auch Nerven kosten. Nochmal zusammengefasst, druckst du viele unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Parametern, dann ist dieser Drucker eher nichts für dich. Sagst du möchtest diesen Drucker nur für Nylon, nur für ABS, nur für Polycarbonat haben, dann ist es genau der richtige Drucker für dich. Dann stellst du den einmal ein und hast mit den Einstellmöglichkeiten mit diesem Drucker ein gutes Konzept und ein gutes Bundle, um erfolgreich damit zu drucken. Abschließend hoffe ich, dass ich alle Punkte zusammengefasst habe und ich nichts ausgelassen habe. Falls irgendetwas Essentielles noch fehlt, weil ihr diesen Drucker vielleicht sogar selber habt und damit auch schon Erfahrung gesammelt habt, schreibt diese Punkte als Kommentar gerne unter dieses Video für die anderen User, damit sie dort auch informiert werden. Ich hoffe, dass euch dieses Video und dieses Review insgesamt gefallen hat. Falls ja, dann gebt dem Video natürlich wie immer einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Ich sage danke und bis zum nächsten Video. Test, Test, Test. Okay. So. Euch den Kili iFast. Heißt der überhaupt so? Ja. iFast. Scheiße. Machst du zu? Jo, danke. Ja. So, dann kommen wir aber trotzdem zu... Ich muss mal kurz die Kamera neu starten. Das Review geht ja eine halbe Million Jahre. So, fertig.